verdächtig. Ja, allerdings. Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Sehen Sie, es ist so, ich bin sehr beschäftigt, wissen Sie. Aber der Klient ist Mia Fays Schwester und noch ein Kind. Ich stehe nicht auf Kinder. Mia hat Ihnen vertraut. Sie wusste, Ihre Schwester würde in guten Händen sein. Ja, sicher, das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid. Ich muss leider ablehnen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Kriecher. Na gut. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Oh, ich glaube nicht. Hä? Sagten Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, dass kein Anwalt diesen speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Also entweder wegen Edgeworth oder wegen irgendwas anderes. Ich denke irgendwas wegen mir. Kann auch sein. Wer wussten Sie, dass Frau Fay... Sie arbeitete hier. Es ist sehr lange her. Während ihres Studiums. Sie lernte meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hatte eine Mission, wissen Sie. Eine Mission? Ja, im Irak. Man konnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Okay. Das Bild. Das Bild ist außergewöhnlich. Aha. Es ist Ihnen aufgefallen. Es ist mir Freude und Stolz. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Nun, nicht wahr? Die Farbe des Himmels, die Nuancen des Meeres, die Struktur des Strohhuts. Es ist mindestens 3 Millionen wert, aber ich werde mich nicht davon trennen. Nein, ich werde es nicht verkaufen. Nicht mal Ihnen. Nicht, dass ich interessiert gewesen wäre. Es ist nicht zu verkaufen. Ich kaufe auch nicht. Oh je. Na gut, überbringen wir der armen Maya die schlimme Nachricht. Hallo! Oh, Sie sind wieder da! Haben Sie den Anwalt gefunden? Nein, aber ich habe einen Walross gefunden. Geht das auch? Naja, was sage ich hier denn jetzt? Nun sehen Sie, sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht engagieren. Er schien mir nicht gesund zu sein. Er war nur noch Haut und Knochen. Was ist wirklich passiert? Sagen Sie nicht, der hat sich geweigert, mir zu helfen? Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Nein, bist du nicht. Nicht solange ich lebe. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen, schon wieder? Tut mir leid, ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich ja nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Beispiel, an dem Morgen rief mich meine Schwester an. Und sie bat mich, den Beweisstück für den Prozess aufzubewahren. Das ist die Uhr der Denker, die leer gemacht hat. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Das Licht war aus und es roch nach Blut. Und dann habe ich sie gefunden. Meine Schwester! Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Und zwar, wie Sie schluchzen. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Haben Sie noch ein paar ältere Schwestern? Ich hatte nur meine Schwester. Mein Vater starb, als ich noch sehr klein war. Und ich weiß nicht, wo meine Mutter ist. Das weiß sie nicht. Dann könnte sie noch leben. Ihre Mutter.
Die Frauen in meiner Familie waren schon seit Generationen Medien. Man sagt, dass übersinnliche Kräfte uns im Blut. Vor ungefähr 15 Jahren war unsere Familie in einem Vorfall versichert. Da war ein Mann, der hat das Leben unserer Mutter ruiniert. Ruiniert? Danach verschwand sie. Viele Jahre später verkündete meine Schwester, dass sie Anwältin werden wolle und verließ den Berg. Also, sie leben allein? Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Nun ja, ich möchte selbstständig werden oder ich hätte meine Kräfte verloren. Sie tut mir leid, so allein um auf diesem Berg. Ich sollte sie besuchen. Feind ihrer Mutter. Sagen Sie, wer war dieser Mann, der ihre Mutter ruiniert hat? Also etwa vor 15 Jahren, da gab es einen ungewöhnlichen Mordfall. Er verursachte großen Wirbel, beinahe jeder sprach darüber. Die Polizei ist gerade auf der Stelle und verzweifelte fast. Moment, die haben doch kein Medium eingesetzt, oder? Die Polizei überredete meine Mutter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen. Wow. Was passiert? Der Fall wurde gelöst. Dachten wir. Sie dachten? Der Mann, der meine Mama überführen half, war unschuldig. Die Zusammenarbeit der Polizei mit einem Medium wurde natürlich geheim gehalten. Aber ein Mann fand es heraus. Durch der Presse. Er erzählte den Medien, dass meine Mutter eine Lügnerin sei und sie stürzten sich darauf. Meine Mutter wurde zum Gespür des ganzen Landes. Ich verstehe. White. Entschuldigung, White? Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White, Dauert es wohl nicht mehr lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr, die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich sie hier sitzen lassen und nach Hause gehen? Natürlich. Nee, wir werden Maya bis aufs letzte Blut verteidigen. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie verteidigen, ob sie wollen oder nicht. Ich kann sie nicht verlassen. Jemand anderes hat es getan. Ich weiß nicht warum. Die ersten beiden Sachen sind eigentlich gar nicht so übel. Ich kann sie nicht verlassen. Ich liebe sie. Das ist das Zweite. Jemand anderes hat es getan. Ja. Sie waren es nicht. Jemand anderes hat es getan. Woher wissen Sie das? Ich war es. Es ist so ein Gefühl. Angesichts der Beweislast würde es nicht schwerfallen, Maya für schuldig zu halten. Aber irgendetwas ist faul an der Sache. Das seltsame Verhalten dieser Zeugin, war das nur gespielt? Und die Art und Weise, wie dieser Anwalt sich weigerte, Maya zu helfen. Aber vor allem hat sie sonst niemanden, der ihr hilft. Niemand ist trauriger oder einsamer als sie. Ich weiß das. Ich stand auch schon mal allein da. Das ist lange her. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemanden an ihrer Seite haben. Maya, ich lasse sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Das ist so lieb von Ihnen. Gut, dann lassen Sie uns das hier durchstehen und Sie hier rausholen. Ich hole mal den Hammer. Ja, einverstanden. Vielen Dank. Boah, sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja! Und
Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es weiter? Das ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte, hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Ja, ihre Unterwäsche. Der Schraubenzieher, mit dem das Telefon manipuliert wurde. Mhm, wahrscheinlich. Ja. Sehen Sie mal, ich habe Ihr Handy bekommen. Oh, sagen Sie. Kann ich wohl die Stimme meiner Schwester hören? Ja, ja. Maya schloss die Augen, sie lauschte den Worten aufmerksam. Es dauerte nicht lang, dann kullerten Tränen über ihre Wangen. Danke. So, mal gucken. Okay, neue Option haben wir nicht mehr. Na gut, vielleicht den Zettel nochmal. Erinnern Sie sich an diese Quittung? Sie meinen die mit meinem Namen drauf? Haben Sie eine Ahnung, warum Sie? Na, absolut nicht. Vertrauen Sie mir? Ich vertraue Ihnen nicht. Nee, ich vertraue Ihnen. Ich vertraue Ihnen. Warum? Denken Sie nicht auch, dass ich es war? Nein. Mal ehrlich, wie soll ein kleines Mädchen denn eine ausgewachsene Frau erschlagen können, also? Und dazu noch die Schwester. Ach, es ist nur ein... so ein Gefühl, aber... Dieser Inspektor denkt es ich war. Er denkt ja auch, der Nachname Gamschuh wäre cool, also. Obwohl, der Denker vielleicht noch. Die Scherben, hast du ja auch noch nicht. Ich wollte sie noch bezüglich der Mordwaffe fragen. Arme Schwesterherz. Vielleicht frage ich sie jetzt nicht danach. Hier, gucken Sie mal, Scherben bringen Glück. Das lag neben der Leiche der Chefin. Ich habe das auch gesehen. Man sagte mir, dass es sich dabei um Teil einer kaputten Stehlampe handelt. Ja, das scheint zu stimmen. Von einer kaputten Lampe höre ich zum ersten Mal. Okay, ich würde mal sagen, das war's jetzt. Ja. Ich glaube, mehr können wir hier jetzt auch nicht machen. Okay, dann ciao. Sieht aus, als wäre Inspektor Gamm schon nach Hause gegangen. Die Polizei ist immer noch mit dem Büro der Chefin beschäftigt. Keiner hat Zeit, mit mir zu reden. Ich verschwinde lieber. Okay, Hotel Gatewater vielleicht nochmal? Denke Luder an. Oh, guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Oh, ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Ich bin der Page dieses Etablissements. Steht zu Dienst, mein Herr. Ah, in Ordnung. Ich hätte gern Tee und Biskuits und... Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Bestellung aufs Zimmer zu bringen, mein Herr. Wissen Sie, wo Frau May sein könnte? Ah, unser Gast Frau May nutzt wohl gerade die sanitären Einrichtungen. Also das Klo. Wenn Sie keine Wünsche haben, werde ich mich empfehlen. Bitte bleiben Sie, solange Sie möchten. Genießen Sie. Ja, ja. Nein, warten Sie, hey! Warum blamiere ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin? Moment mal, das ist meine Chance, ein wenig zu stüffeln. Oh, ich hätte fast vergessen. Ach! Da sind Sie ja wieder. Darf ich Sie bitten, Frau May zu informieren, dass eine Nachricht für Sie vorliegt? Sagen Sie bitte, dass Herr White von Blue Corp angerufen hat. Oh, ja, sicher. Herr White von Blue Corp? Wo habe ich den Namen schon mal gehört? White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. White war der Name des Mannes, der Mias und Mayas Mutter ruiniert hat. Kann das ein Zufall sein? Garantiert nicht. So,
So, jetzt gucken wir aber mal, wo ist ihre Unterwäsche? Ein Schraubenschier. Ja. Ein Schraubenschier, natürlich. Ein Schraubenzieher steckt zur Hälfte in dieser halboffenen Schublade. Das ist meine Chance herauszufinden, was da drin ist. Na, was haben wir denn da? Eine Wanze. Ich dachte, eine Wanze wäre ein Insekt mit 6 Beinen, aber na gut. Was macht eine Frau wie sie mit so etwas? Wanze zur Gerichtsakte hinzugefügt. Diese Frau May ist definitiv verdächtig. Warum sollte sie so etwas in ihrem Hotelzimmer haben? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es. Na gut. Ich werde diesen Hinweis morgen vor Gericht verwenden. So viel ist sicher. Was Maya betrifft, ich werde diese Frau aufknüpfen. Ich werde sie mir vorknüpfen. Ja. Oh, Page! Immer noch hier? Zeit zu verschwinden. Ich freue mich schon auf ein heißes Tänzchen mit Ihnen, Frau May. Vor Gericht. Fortsetzung folgt. Speichern natürlich. Ja, jetzt geht's vor Gericht. Mal schauen, ob er sie wirklich aufknüpft. Im Galgen vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie es war. Beihilfe. Ja. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Frau Maya Fey. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Miles Edgeworth. Ich darf heute keine Schwäche zeigen, sonst wird er sofort an mir rummeckern. Herr Edgeworth, das Gericht bittet Sie um Ihr Eröffnungsplädoyer. Danke, euer Ehren. Die Angeklagte Frau Maya Fey befand sich am Tatort. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise vor, dass sie den Mord verübt hat. Und wir haben einen Zeugen, der sie dabei gesehen hat. Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel über die Fakten in diesem Fall, euer Ehren. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn wir unseren ersten Zeugen aufrufen dürfen, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft ruft Inspektor Gumshoe, zuständiger Beamter am Tatort, auf.